Ja, liebe Freunde, es geht noch einige wenige Tage bis zur Wahl. Es geht drunter und drüber. Jeden Tag hören wir von neuen Skandalen der sogenannten Ibiza-Koalition. Ich werde mich aber damit nicht befassen in einem meiner letzten Videos, sondern ich werde über etwas sprechen, was mir wesentlich wichtiger ist und was, glaube ich, auch für unsere Zukunft, für unsere Kinder und Kindeskinder wesentlich wichtiger ist, nämlich die Demokratiefrage. Und hier möchte ich das Thema Brexit ansprechen. Es wird von den Gegnern der direkten Demokratie immer wieder ins Treffen geführt, dass die Bevölkerung ja nicht in der Lage ist, sehr wesentliche und weitreichende und komplexe Entscheidungen zu treffen. Und der Brexit-Prozess wird immer als Beispiel herangezogen, warum man im Grunde im Jahr 2019 sowas wie direkte Demokratie und plebiszitäre Demokratie noch nicht ansprechen und schon gar nicht andenken kann, im Hinblick auf, dass man es auch in der Verfassung realisiert. Dazu einige Gedanken. Der Brexit-Prozess ist das schlechteste Beispiel für einen direkt demokratischen Prozess, wie ich ihn mir vorstelle und wie ihn sich viele vorstellen, die in der Zivilgesellschaft für die direkte Demokratie kämpfen und wirken. Das erste Falsche ist, dass die Bevölkerung in Großbritannien vor den Karren der repräsentativen Demokratie gespannt wurde, als die repräsentative Demokratie nicht mehr gewusst hat, wie weiter. Man war in einer Sackgasse, die konservative Regierung hat damals beschlossen, dass das Volk zu befragen ist, obwohl das vorher eigentlich ein Tabu gewesen ist. Man hat einen Text verfasst, über den das Volk zu entscheiden hat. Der Zeitraum, in dem das britische Volk sich über Pro und Contra Gedanken machen konnte, war viel zu früh. Und der Prozess wurde eigentlich von der repräsentativen Demokratie geleitet, vorgegeben und diktiert. Das ist alles andere als ein gesunder und heilsamer direkt demokratischer Prozess. Wie würde es richtig sein? Richtig ist, dass die gewählten Volksvertreter im Parlament ihre eigenen Beschlüsse fassen. Sie müssen so mutig sein und so weitreichend und so nachhaltig denkend, dass sie hinter diesen Beschlüssen auch stehen können. Wenn sie diese Beschlüsse nicht fassen können, wenn sie nicht in der Lage sind, Beschlüsse zu fassen, die zum Beispiel für Großbritannien so weitreichend sind, dann hätten sie in Neuwahlen gehen sollen. Aber das Volk vor den Karren zu spannen, weil man selbst nicht in der Lage ist, weil man selbst unfähig ist, diese Frage zu beantworten und dann im Nachhinein sich darüber zu mokieren und darüber zu beschweren, dass das Volk ja eine falsche Entscheidung getroffen hat, das geht meiner Meinung nach überhaupt nicht. Richtig wäre es gewesen, aus der Mitte der Rechtsgemeinschaft entsteht eine Initiative, die genug Stimmen und Menschen als Unterstützer und Unterstützerinnen hat, mit dem Ziel, Britannien in der EU zu belassen oder auch austreten zu lassen. Aber diese Initiativen können nie von der repräsentativen Politik ausgehen. Die müssen immer aus der Mitte der Rechtsgemeinschaft kommen. Der nächste Fehler war, dass zwischen Beschluss und tatsächlicher Abstimmung ein viel zu kleiner Zeitraum vergangen ist, in dem es eigentlich nicht möglich war, sich wirklich über Pro und Contra zu informieren. Was hat dominiert? Es hat damals dominiert das Migrationsthema, mit dem die Konservativen und die Rechten und Zerstörer Europas Stimmen maximiert haben und dafür gesorgt haben, dass man im Grunde mit einem Thema, das mit dem Verbleib Großbritanniens in der EU wenig bis gar nichts zu tun hat, nämlich mit dem Migrationsthema, dass sie damit dann im Grunde diese Abstimmung vergiftet haben. Sie haben die Atmosphäre vergiftet und dann im Grunde dafür gesorgt, dass die Abstimmung so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Ein weiterer Fehler ist die sehr mutlose und eigentlich dem Parlamentarismus widersprechende Veränderung der parteipolitischen Positionen. Nämlich nach dem Brexit, nachdem er negativ ausgefallen ist, haben so einige Parteien ihre Meinung geändert. Während sie vorher für den Verbleib waren, waren sie nachher plötzlich dagegen. Ich frage mich, was haben die überhaupt für einen demokratiepolitischen Stolz?
Was sind das für Parlamentarier und Parlamentarierinnen, die ihre Meinung nur deswegen ändern, weil es eine Volksabstimmung gegeben hat? Ich bin dafür, dass das Volk souverän entscheidet. Aber ich bin auch dafür, dass das Parlament so selbstbewusst ist und so selbstsicher ist, dass es bei seinen Entscheidungen auch bleibt, auch wenn das Volk eine ganz knappe Entscheidung dagegen getroffen hat. So wäre es zum Beispiel für die Labour Party wesentlich besser gewesen, weiterhin für den Verbleib zu wirken, und sie wären jetzt in einer sehr guten Position. Was wäre der Ausweg aus diesem Schlamassel? Kann natürlich nur eine zweite Abstimmung sein über den Brexit. Ich hoffe, sie wird kommen. Da braucht auch die Labour anscheinend noch sehr lange, bis sie sich dazu durchringt, dass man zu einer zweiten Abstimmung kommt. Und warum ist das richtig? Natürlich werden da wieder diese Konstruktionsfehler drinnen, nämlich wiederum von oben vorgegeben, von der Regierung beschlossen. Im Grunde wäre das wieder ein vor den Karren spannen der repräsentativen Demokratie. Aber das Volk soll auch die Möglichkeit haben, so wie es das Parlament auch immer wieder hat, seine Fehler auszubessern, aus den Fehlern zu lernen. Und ich bin überzeugt davon, dass eine Abstimmung, die jetzt vielleicht in einem Jahr oder in eineinhalb Jahren frühestens kommen sollte, anders ausgehen würde, weil viele Menschen heutzutage mittlerweile wissen, was ein Brexit anrichtet, was passiert, wenn Europa auseinanderdriftet und was langfristig unsere Kinder und Kindeskinder für Lasten zu tragen haben. Das heißt, direkte Demokratie kann nie bedeuten, von oben herab zu fragen, was denn das Volk so will. Man kann ein Volk nicht fragen, was es will. Das Volk kann nur selber sprechen. Für dieses Selbersprechen braucht es aber einen direkt demokratischen Prozess, einen Lebensprozess und eine Organik, die es heute noch nicht gibt. Und deswegen noch einmal und noch einmal und noch einmal, wir müssen endlich beginnen, über diese Organik, über diese Prozesse zu sprechen, weil die repräsentative Demokratie alleine nicht mehr in der Lage ist, die wirklich wichtigen Entscheidungen alleine zu treffen und unbedingt die Empathie, die Weisheit und letzten Endes auch die demokratiepolitische Legitimation braucht, um unser Gemeinwohl gut, möglichst für alle zu verwalten. In diesem Sinne, Freundschaft und Glück auf!